Siehst du? Sie greifen sich gegenseitig an. Das ist gut. So, alles frei. Bis auf die Spinne. Aber das ist ja kein Problem. So. Bitteschön, habe ich extra für dich aufgeräumt. Der Creeper da hinten, ne? So. Das haben wir. Ich wollte die Wasserquelle bauen hier hinten. Ah, das ist halt alles irgendwie noch so gar nicht so ausgereift. Mir fehlt halt erstmal Material, damit man hier was Vernünftiges bauen kann. Hab ich gerade einen Pfeil gehört? Ich auch. Da muss deutlich mehr ausgeleuchtet werden. Ja. Yep. Ich hab andere Creepers auf dem Dach. Das heißt, wir brauchen noch ein paar Fackeln jetzt gerade mal eben. Haben wir dafür noch Material, um Fackeln herzustellen? Wahrscheinlich, ne? Ja, haben wir. Das reicht. Wie war das noch gleich? Oben musste das gute Holz hin, ne? Also die Baumstämme. Ja, genau. Dann machen wir noch mal eben schnell ein paar Fäckelchen. Holzkohle und eine Fackel, beziehungsweise direkt vier Stück, fünf Stück sogar. Dann tue ich das Ärmelchen mal da rein. Also was das Wasser zum Angeln angeht, würde ich sagen, dass man zwei tief haben müsste. Das Wasser. Okay. Zum Angeln. Krieg ich hin. Oder kriegen wir hin. So, die Erde tue ich mal da oben hin. Die ist ja wertvoll. Der blaue Filter Clay und den Wassereimer. Dahin. Dann gehe ich mal draußen ein bisschen ausleuchten hier. Wenn ich denn überhaupt aufs Dach drauf komme. Hi. Wie geht es Ihnen? Es war so klar, dass er natürlich auf dem letzten Meter wieder explodieren muss. Da hätten wir schon wieder Partyalarm. So. Gemüse sieht gut aus. Nichts fertig, aber es wächst und gedeiht. Ja. Da hinten ist schon wieder ein Creeper und ein Baum. Es ist irgendwie immer noch nicht voller geworden hier. Fluid Lava. Ich glaube, wir brauchen auch 1000. Kann das sein? Wäre zumindest irgendwie wahrscheinlich. Wo kommt die Erde her? Die hab ich dir an den Kopf geworfen. Warum? Weil du das durchsieben sollst. Dann werfe ich dir jetzt auch was an den Kopf. Werfen ja, schießen nein. Aber schießen macht mehr Spaß als werfen. Nein, macht's nicht. Rechne ich das gerade richtig, dass es genau aufgeht? Ja, ne? Es geht genau auf 1000 auf, glaube ich. Es geht genau auf 1000 auf. Wusstest du eigentlich, dass du eine Brille trägst? Ich weiß, dass ich eine Brille trage. Die setze ich mir jeden Morgen aufstehen. Auf. Das war keine Absicht, oder? Nein. Der liegt jetzt übrigens auf dem Bett. Huch. Hat man den Gesichtsausdruck gesehen? Wahrscheinlich. Der war gut. Mir ist da was entfleucht, könnte man gar sagen. Hey, gleich ist die Lava fertig. Noch 37.
Das geht doch schon. So. So, 21 Millibubbles noch. 14, 13, 12, 11, 10. So, 1000 Millibubbles. Dann gucke ich mal, ob ich das Scheißzeug hier rauskriege. Ein bisschen was zugange. Verarscht. Wie ist der Zombie da? Ah, der ist jetzt wahrscheinlich auf den Zaun gekommen dadurch. Entschuldigung. Geh Deckung. Du hast nichts mehr in der Hand. Das ist wunderbar, das war die Axt. Die gute. Wir haben jetzt keine gute Axt mehr. Ja, ich verhungere gerade übrigens auch schon wieder. Wir haben ja bloß 10 Möhren. Ich war gerade an der Kiste. Ich habe mal alles eingesammelt. Boah, das läuft richtig super heute. 3 Leben noch. Wir sollten jetzt langsam echt mal gucken, dass wir hier vorankommen. Ansonsten hat sich das bald ausgelebt. Man sollte auch vorher fliegen, bevor man losgeht. So, ich würde mal sagen, Stößchen, ne? Oh, guck mal, jetzt sieht das doch schon nach ein bisschen was aus da. Von den ganzen Zombies, die da spawnen. Ganz herrlich. Ganz ausgezeichnet. Tschüss. Hey, habe ich den Todespunkt nicht gerade gelöscht? Komm her. Ja, wenn ich das gerade hinkriegen würde, würde ich das machen. So. Eine Spitzhacke. Wow. Wegpunkt löschen. Dankeschön. So. Kann ich jetzt hier die Midi-Bubble-Lava nehmen? Jawohl, ich habe die Midi-Bubble-Lava. Oh, jetzt bloß nicht ausgeben hier drin. Ich bräuchte mal deine tatkräftige Unterstützung hier. Möglichkeit B ist, wir machen es dann, wenn es hell wird. Andersrum, so viele sind es. Ah, es wird gerade hell. Wir warten, bis es hell wird, okay? Okay. Wir warten, bis es hell wird. Denn dann ist es nicht so dunkel. Das brauchen wir nicht. Boah, Spitzhacke. Kriegen wir hin, oder? Gammelfleischhasse. Ah, oh, super. Ein Viertelherz. Und ein Rivat. Ist egal welche. Das Spawn-Ding ist halt das Wichtige, was wir auf jeden Fall brauchen. Bloß nicht irgendwie anwenden. Wobei man das drüben schon fast machen könnte, wenn diese eine Lücke da am Zaun noch gelöst ist, weißt du? Dann könnte man drüben auch schon was spawnen lassen. Oh, guck mal, was da drüben für ein Wald wächst gerade. Abgeschleckt. Magst du mal noch beim Schleckstängel leckern? Lampe des Wachstums habe ich gekriegt. Eine Lampe? Was? Was ist das denn? Was steht da dran? Nichts? Stell die mal in die Nähe von dem Gemüsefeld hier. Man könnte ja fast meinen, es hätte vielleicht was mit, So, alles frei. Ich baue mir noch mal eben ein paar Krücken. Mach das. Und ich baue mir jetzt hier gerade mal eben schnell einen Koppelgenerator, wenn es denn funktioniert. Ja, es funktioniert. Wir haben einen Koppelgenerator.
Boah, das ist so super. Jetzt können wir die Erde. Jetzt brauchen wir die Erde wenigstens nicht verschwenden. Wenn die ganze, wenn die ganzen Cobbles nicht direkt verbrennen würden, wäre das sogar noch praktischer. Ich habe jetzt erst 2 Stück rausbekommen. 3? Egal, wir haben jetzt auf jeden Fall einen Cobble-Generator. Ah, schön. Das freut mich jetzt gerade. Nur eine Axt müsste ich nochmal neu bauen, ne? Definitiv, ja. Am besten 2. Okay, mache ich. Wir haben ja jetzt Cobblestone, dann kann ich mir jetzt den Kopf aus Cobblestone bauen. So. Da haben wir das. Da brauchen wir das Pattern für. Dann nehmen wir mal eben den Axtkopf für. So, dann machen wir mal das Ding da rein. Und dann nehmen wir den Cobblestone als Material. Dann kriegen wir einen Steinaxtkopf. Dann machen wir direkt noch einen. Gibt es auch einen Steinstiel? Es gibt ernsthaft einen Steinwerkzeuggriff. Und eine Steinscherbe, was? Alter, das ist zum Glück so gar nicht kompliziert oder so. Eine Axt. Da brauchen wir das Ding für. Okay. Axe-Head und Handle. Ich hab doch ein Axe-Head. Can only be used to make cards, cannot be used to make a tool. Das hätte ich vielleicht mal vorher lesen sollen. Ich glaube, Handle haben wir hier noch irgendwo drin. Vielleicht kann ich das ja handeln. Oh, oh, oh. Ah. Hallo Julian WB. Steinaxtkopf. Can only be used to make cars. Cannot be used to make it. Fuck you, you and W. Wieso? Das macht total überhaupt gar keinen Sinn. Ja, dann haben wir jetzt erstmal eine Axt. Den Rest schmeiße ich hier direkt weg. Totale Verschwendung war das jetzt hier gerade wieder. Tschüss, Axtkopf. Die Lampe funktioniert übrigens gut. Ja? Ja. War das ironisch, oder? Nö. Wächst wirklich schnell? Ja. Oh, super. Ich hoffe, die können wir normal mit einer Axt oder so abbauen. Ohne, dass sie kaputt geht. Und das hoffe ich auch. Ansonsten müssen wir das halt zwingend da bauen. Achso, ich sollte die Dinger wegmachen, ne? Le Bäume. Le Baum. Le Baum. Mach ich mal eben schnell Le Baum weg. Das ist normal, das geht in meinem Kopf immer vor sich. Ich weiß. Hab ich jetzt gerade den Setzling wieder weggekloppt, den du da hingesetzt hast? Ja, hab ich. Okay. Immerhin kannst du ihn dann nochmal selbst setzen. Ich kann das. Ich mach mal gerade noch ein bisschen Cobblestone. 6 Sätzen, ne? Ja, 6 Sätze. So, aber jetzt rein theoretisch wieder was für eine Woche, was? Ah, okay. Der lecker Rotkäppchen-Sekt. Das kenne ich irgendwoher. Die Edler säufen mir auch immer alles weg. Das ist total schlimm. Ja, genau. Stößchen. So, 3 Stück habe ich schon mal wieder. Eigentlich kann man jetzt die ganzen Plattformen aus dem Zeug bauen, ne? Der eigentlich ja. Das brennt auch nicht, also von daher wäre es eigentlich stabiler als Holz. Vielleicht sollte ich mich hier mal einbauen. Dann werde ich nicht mal ständig weggespült. Ja, ist eine gute Idee. Was natürlich jetzt nicht so geil war, war die Sache, dass mir jetzt wieder die Axt abgeraucht ist. Hier ist schon wieder ein Baum gewachsen. Ja, kann ja gut sein, dass das wirklich nur was ist, was generiert wird. Ist nicht hoch, ne? Da hat die Eda mal Glück gehabt, würde ich sagen. Ja, Netherrack haben wir leider nicht. Wooden!